Der UN-Pakt für eine geordnete Migration hat für heftige Debatten gesorgt. Und das, obwohl das Entscheidende doch klar drin steht, nämlich, dass dieses Abkommen die Bundesregierung rechtlich zu nichts verpflichtet. Der Außenminister kritisiert heute vor dem Parlament, der UN-Pakt werde innenpolitisch missbraucht. Tatsachen werden gezielt verdreht und Behauptungen aufgestellt, die an Böswilligkeit nicht zu überbieten sind. Etwa jene, dass der Pakt das Recht souveräner Staaten bei Migrationsfragen einschränke. Hauptkritiker des Paktes, die AfD. Auch heute trägt deren Redner vor, der Pakt würde eine Sogwirkung entfalten. Millionen wanderwilliger Afrikaner sitzen auf ihren Koffern. Der Pakt verheißt denen die soziale Hängematte und wir sollen sie aufspannen. Heftiger Widerspruch der anderen Fraktionen in Richtung AfD. Zeigen Sie Ihr wahres, hässliches Antlitz. Trauen Sie sich das mal. Stellen Sie sich hier hin und sagen Sie eben auch, dass Sie finden, dass Migrantinnen und Migranten eben keine Menschenrechte haben sollen. Wie man sich über einen unverbindlichen Rahmen so aufregen kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber kann ich mich nur wundern. Am Ende stimmten die Abgeordneten über einen Antrag der Koalition ab, der noch einmal die nationale Souveränität Deutschlands in Fragen der Migration betont.